befasst sich mit der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung, einzuordnen in die Teilkostenrechnung und diese wiederum in die Kostenrechnung. Das Beispiel, was ich hier ausgewählt habe, das betrifft ein Kosmetikunternehmen, das insgesamt 7 Produkte erstellt, die hier in dieser Zeile genannt sind. Und diese Produkte werden in Produktgruppen aufgeteilt, Zahn- und Hautpflege und der Bereich 2, Unternehmensbereich 2, Haarstyling und Seifen. Also es gibt 2 Bereiche und dann Produktgruppen und Produkte. Ziel der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung ist es nun zu gucken, auf welchen Ebenen hier die einzelnen Produkte und Produktgruppen und Bereiche noch Deckungsbeiträge abwerfen. Gucken wir uns das Verfahren mal an, da wird das sofort deutlich, um was es geht. Also zunächst mal dreht sich hier alles bei der Deckungsbeitragsrechnung um eben Deckungsbeiträge. Deckungsbeiträge klein db, Deckungsbeitrag pro Stück. Das ist die Differenz aus dem Preis und den variablen Stückkosten. Das können wir hier mal aufziehen, das wäre hier der erste Schritt. So, wenn wir die Werte haben, dann werden wir die Groß-dB zu ermitteln haben, also den Gesamtdeckungsbeitrag, indem wir Klein-dB mit der Menge multiplizieren. So, das ist jetzt hier geschehen, also 1,55 mal 6000, 0,35 mal 2000 und so weiter. Dann haben wir also hier Groß-dB ermittelt als Gesamtdeckungsbeitrag. Diesen Deckungsbeitrag geben wir jetzt hier noch einen Zusatz, wir schreiben Deckungsbeitrag 1. Und das werden wir gleich sehen. Warum? Weil wir nämlich jetzt im Folgenden stufenweise die einzelnen Fixkosten, die den Produktgruppen und dem Bereich zuzuordnen sind, noch abziehen werden. Es sind also jetzt hier Produktfixkosten angeführt. Also alle Zahlen, die hier in schwarz stehen, die sind vorgegeben und die blauen, die werden hier zu ermitteln sein. Also Produktfixkosten, die lassen sich in einzelnen Produkten noch zuordnen. Ja, und dann können wir eben den Deckungsbeitrag 2 ermitteln, indem wir vom Deckungsbeitrag 1 diese Produktfixkosten abziehen. Also in diesem Fall 9.300 minus 1.900. Das machen wir ganz entsprechend für alle anderen Produkte und bekommen hier an dieser Stelle dann den Deckungsbeitrag 2. Ganz entsprechend geht es weiter. Dann geht es zur nächsten Gliederungsebene, also vom Detaillierten zum Groben, also am Ende zu den Bereichs- und dann zu den Unternehmensfixkosten. Also zunächst mal zu den Produktgruppenfixkosten, das ist dann die nächste Detaillierungsstufe. Dort sind diese Zahlen hier vorgegeben und daraus können wir dann hier den Deckungsbeitrag 3 ermitteln. Also 7.400 weniger 0 und die Summe aus diesem Betrag ziehen wir dann also 1.300 ab, also insgesamt 9.100 minus 1.300. Ziehen wir die Zahlen mal auf. Dann bekämen wir also hier 7.800 als Deckungsbeitrag für die Produktgruppe Hautpflege. Und entsprechend hier für Haarstyling und für die Produktgruppe Seifen. So, nun geht es weiter zu den sogenannten Bereichsfixkosten. Also das, was ich hier den beiden Bereichen 1 und 2 blau markiert habe, das ist dann hier angeführt. Und wenn wir die Bereichsfixkosten nun abziehen, dann erhalten wir den sogenannten Deckungsbeitrag 4. Ziehen wir das auch mal auf. Also das ist die Summe aus 7.400 und 7.800. Also das, was an Deckungsbeitrag für den Gesamtbereich 1 erzielt wurde, minus 1.700. Da kommt dann 13.500 raus und hier ganz entsprechend 2.900 plus 11.800 minus 3.200. So, in der letzten Stufe ziehen wir dann noch die Fixkosten ab, die sich weder einem Bereich noch einer Produktgruppe noch ein Produkt zuordnen lassen, also die sogenannten Unternehmensfixkosten. Das sind also meinetwegen irgendwelche Vorstandsgehälter oder Abschreibungen auf gesamten Räumlichkeiten, in denen das Unternehmen beheimatet ist. Und das lässt sich in keiner Weise mehr zuordnen. Und wenn wir die noch in Abzug bringen, dann haben wir alle Fixkosten nun abgezogen und kommen damit dann also zum Betriebsergebnis oder operativen Ergebnis.
Ja, das wären in unserem Fall dann eben 13.500 plus 11.500 die Deckungsbeiträge aus den beiden Bereichen minus diesen 5.700 und da kommen wir auf ein Betriebsergebnis oder ein operatives Ergebnis von 13.900. Ja, was lässt sich aus einer solchen stufenweisen oder mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung für Erkenntnisse ziehen? Das hält sich hier ein wenig in Grenzen, jedoch kann man zumindest an dieser Stelle hier erkennen, dass sich hier ein negativer Deckungsbeitrag ergibt bei der Hautcreme. Und das könnte also auch zu dem Überlegung herangezogen werden, möglicherweise diese Hautcreme aus dem Sortiment rauszunehmen. Inwieweit die Hautcreme jetzt hier noch Auswirkungen hat, die, wenn man die herausnimmt auf andere Produkte und dass die Kunden möglicherweise erwarten, dass dieses Produkt hier im Sortiment mit vorhanden ist, das sind Überlegungen, die können wir natürlich jetzt hier an dieser Stelle nicht anstellen.